Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Interview auf Jungle Drum Radio. Das folgende Thema, liebe Hörerinnen und Hörer, wird Ihnen unter die Haut gehen, und zwar buchstäblich. Die Rede ist von Kosmetikprodukten, die enthalten giftige Inhaltsstoffe, die sich im Körper anreichern und die uns sehr, sehr krank machen können. Alles nachzulesen in einem Buch, welches nun neu auf den Markt gekommen ist. Es trägt den Titel Giftcocktail Körperpflege vom J.K. Fischer Verlag und deren Autorin, die Marion Schimmelpfennig, die ist heute zu Gast bei uns und wird uns ein paar Einblicke in dieses Thema geben. Guten Tag, Frau Schimmelpfennig. Guten Tag, Herr Apitsch, ich freue mich. Ja, fangen wir mal ganz allgemein an. Sie haben dieses Buch Ihrem Bruder Ralf gewidmet. Hat das einen bestimmten Grund? Ja, das hat einen bestimmten Grund. Ich hatte zunächst gar nicht vor, für irgendjemanden eine Widmung zu schreiben. Nun war es aber so, als ich gerade die Krebsrisiken von Fluorid recherchiert habe, bin ich auf eine Doktorarbeit von einer gewissen Elise Bessin gestoßen. Und die hat eine amerikanische Studie zu Fluorid und Knochenkrebs untersucht. Und in dieser Studie war es wie bei vielen anderen Studien auch, die haben keinen Zusammenhang zwischen einer lebenslangen Fluoridaufnahme und Knochenkrebs gezeigt. Aber diese Frau Bessin hat sich dann die Mühe gemacht und die Studie mal nach Altersgesichtspunkten untersucht. Und sie hat herausgefunden, dass Jungen, die im Alter von circa 6 bis 8 Jahren regelmäßig ganz geringen Dosen Fluorid ausgesetzt waren, ein deutlich erhöhtes Risiko hatten, dass sie im Teenageralter an Knochenkrebs erkranken. Und das macht auch Sinn, denn gerade in diesem jungen Alter entwickeln sich die Knochen ja schnell und da Fluorid ja nachweislich die Knochenstruktur verändern kann, können sich auch leichter Krebszellen entwickeln. Nun, mein Bruder ist mit 12 Jahren an Knochenkrebs erkrankt, also genau in diesem Zeitfenster. Und wenn ich mir heute so das Lächeln meines Bruders ins Gedächtnis rufe, dann meine ich deutliche Zeichen von Dentalfluorose erkennen zu können. Das sind diese typischen stumpfen, weißlichen Flecken, meistens an den Schneidezähnen. Und das ist das erste sichtbare Zeichen von einer Fluoridvergiftung. Und mein Bruder ist dann mit knapp 15 Jahren unter einem Sauerstoffzelt in Stuttgart gestorben. Und für mich war das ein schöner Anlass, sage ich jetzt mal, meinem Bruder, nicht nur mir, sondern vielleicht auch anderen ins Gedächtnis zu rufen. Ja, und so sind Sie dann im Grunde auf das Thema Kosmetik gestoßen auch. Letztlich von der, sagen wir mal, Zahnpflege, Körperpflege, dann hin zu den Kosmetikprodukten selbst. Ja, nein, das war eigentlich eine ganz andere Geschichte und das ist in einer ganz trivialen Situation passiert, nämlich morgens beim Einsprühen mit meinem geliebten Deo. Das habe ich über Jahre hinweg verwendet, das hat mir auch wunderbare Dienste geleistet. Nur irgendwann habe ich morgens keine Luft mehr bekommen. Ich musste also furchtbar husten, die Luft war wie abgeschnürt und am nächsten Tag auch noch und am übernächsten auch noch und ich konnte das Fenster so weit öffnen, wie ich wollte und meinen Kopf zur Seite drehen. Das Husten war wirklich immer unerträglich und ich habe keine Luft mehr bekommen. Und dann habe ich mir gedacht, naja, das muss schon irgendetwas mit dem Deo ganz offensichtlich zu tun haben. Und dann habe ich mir das Deo geschnappt und mal angefangen, im Internet zu recherchieren, was denn da eigentlich für Inhaltsstoffe drin sind, was die denn so auslösen können. Und ja, da sind mir dann die Augen übergegangen. Und ich habe dann tatsächlich festgestellt, dass es offensichtlich ein synthetischer Duftstoff ist, der heißt Linalool, der kann betäubend wirken, der kann eine Störung der Bewegungskoordination auslösen und er kann Atemdepressionen auslösen. Und das war dann wiederum für mich der Auslöser, alle meine Produkte, die ich im Badezimmer stehen hatte, auf dem Schreibtisch aufzubauen und mal nachzuforschen, was denn da so alles drin ist. Und da gingen mir die Augen dann noch weiter über, denn da bin ich in einen Sumpf geraten, den ich mir so hätte gar nicht vorstellen können. Und das war der Beginn dieses Buches. Und da sind Sie mit Sicherheit auf eine ganz, ganz große Zahl von Giftstoffen gestoßen, mit denen wir uns täglich behandeln, einschmieren, waschen, parfümieren, die Zähne putzen, was auch immer. Es sind so viele, dass wir sie auch gar nicht ganz alle hier aufzählen können. Deswegen meine Frage an Sie, Frau Schimmelpfennig, welche Inhaltsstoffe in Körperpflegeprodukten erscheinen Ihnen denn besonders bedenklich? Also bedenklich sind natürlich Substanzen, die sich im Körper anreichern und damit auch schwere Krankheiten auslösen können. Und dazu gehört zuallererst einmal Fluorid, das wir aus der Zahnpasta kennen, aber dann selbstverständlich auch die meisten Konservierungsstoffe,
allen voran die Parabene, aber auch Formaldehydabspalter oder halogenorganische Verbindungen, zum Beispiel Triclosan, gehören zu den bedenklichen Konservierungsstoffen. Dann natürlich alle Substanzen, die mit den Buchstaben PEG beginnen, die sind gefährlich, weil sie die Haut durchlässiger für Schadstoffe machen können. Aber im Grunde könnte ich die Liste fast endlos weiterführen, denn es gibt so viele Stoffe, die bedenklich sind. Und am gefährlichsten finde ich eigentlich die Tatsache, dass zum Beispiel in einem Duschgel oder in einem Deo, da ist ja nicht nur eine bedenkliche Substanz drin, sondern in der Regel sehr, sehr viele davon. Das ist ein richtiger Giftcocktail. Und es wurde bisher noch überhaupt nicht untersucht, was all diese unterschiedlichen Substanzen anrichten können, wenn sie in den Körper gelangen und dort zum Beispiel miteinander reagieren. Also ich bin auch nicht die Einzige, die davon ausgeht, dass sich viele Krankheiten, die uns als Zivilisationskrankheiten verkauft werden, im Grunde auf die jahrelange Verwendung von Körperpflegemitteln zurückzuführen sind. Also der polytoxikomane Kunde, ohne es zu wissen. Andererseits gibt es ja auch Substanzen, die entferne ich wieder. Wenn ich mich zum Beispiel morgens in der Dusche einseife, dann wasche ich das ja hinterher alles wieder ab mit Wasser und dann bleibt doch eigentlich nur ein angenehmer Duft zurück, oder? Ja, wenn es so einfach wäre, wäre es schön, aber die Haut ist ja keine undurchlässige Barriere. Und es gibt Substanzen, die die Hautbarriere sehr leicht überwinden können, also bereits während dem kurzen Duschvorgang. Also es nutzt unter Umständen gar nichts, den Schaum wieder gründlich abzuwaschen, denn ein Teil davon ist vielleicht längst durch die Haut und von dort aus direkt in ihren Blutkreislauf gewandert. Und selbstverständlich kann auch etwas auf der Haut zurückbleiben. Denn wenn man das vermeiden möchte, dann müsste man sich wahrscheinlich sehr lange und sehr gründlich abwaschen. Das macht ja auch niemand. Und der Duft, der übrig bleibt, der besteht ja auch nicht aus Luft oder aus gar nichts. Der Duft besteht aus irgendetwas, also bleibt irgendetwas auf der Haut zurück. Ja, das leuchtet ein. Andererseits haben wir ja das Bundesamt für Risikobewertung. Und das beschützt uns ja über alle Maßen. Oder tut es das vielleicht doch nicht so ganz? Wie würden Sie denn die Arbeit von diesem Ministerium einschätzen? Also ich hätte mir da eigentlich mehr verantwortungsvolle Arbeit gewünscht. Also eine Arbeit, die die Verbraucher auch wirklich schützt. Für mich würde das bedeuten, dass man zum Beispiel aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse zeitnah und vor allem korrekt an den Verbraucher weiterleitet. Aber das geschieht nicht in allen Fällen. Ich kann Ihnen da gerne mal ein Beispiel geben. Da erinnern sich vielleicht auch viele daran. Im Jahr 2004 hat eine britische Studie in Deutschland großes Aufsehen erregt. Man hat in Gewebeproben von Brustkrebstumoren Parabene nachgewiesen. Und Parabene haben, wie die meisten vielleicht wissen, eine östrogenähnliche Wirkung. Und Östrogene spielen eine wichtige Rolle bei der Entstehung von Brustkrebs. Dann hat man die Öffentlichkeit zunächst mal fast panisch vor Deos ganz allgemein gewarnt. Aber als man dann kurze Zeit später erkannt hatte, dass die Datenlage eigentlich noch recht dünn war, hat man wieder einen Rückzieher gemacht und behauptet, es gibt gar keinen wissenschaftlichen Beweis, also sei die Sorge eigentlich unbegründet. Da kann ich nur dazu sagen, ich finde ein solches Vorgehen unverantwortlich, denn die östrogene Wirkung von Parabenen ist nachgewiesen und wird von den Behörden übrigens auch gar nicht bestritten. Und umso unglaublicher fand ich dann die Aussage des Bundesinstituts für Risikobewertung, dass ein Zusammenhang zwischen Parabenen und Brustkrebs, Originalton, auch nicht plausibel sei, denn damit widerspricht man sich ja selbst. Und es kommt aber noch besser. Die Forscher, die diesen Zusammenhang zwischen Parabenen und Brustkrebs aufgeworfen hatten, die waren in den Jahren nach 2004 natürlich nicht untätig und haben zum Beispiel 2011 und 2012 viele neue Ergebnisse zu diesem Thema veröffentlicht. Und diese Untersuchungen zeigen, dass die Parabene, die in Brustkrebstumoren gefunden wurden, mit hoher Wahrscheinlichkeit eben doch aus Körperpflegemitteln wie Deos stammen und dass diese Parabene offenbar die Entstehung von Krebs begünstigen. So, nun frage ich mich, haben Sie gehört oder gelesen, dass die Verbraucher von offiziellen Stellen über diese aktuellen Erkenntnisse informiert werden? Nun, also ich habe es nirgendwo gelesen und das finde ich unverantwortlich. Ja, und man darf auch nicht vergessen, das addiert sich ja letztlich auch mit anderen Giftbelastungen.
Parabene wirken Östrogen, das heißt, sie wirken verweiblichend. Und es ist auffallend, dass immer mehr Jungs unfruchtbar zur Welt kommen. Die haben verkümmerte Keimdrüsen, die Spermienproduktion ist nicht mehr ausreichend. Und da darf man dann auch nicht vergessen, dass zum Beispiel Kontrazeptive, also das ist die Verhütungspille, regelmäßig in der Kanalisation landet. Die Frauen, die müssen ja auch mal aufs Klo gehen und pinkeln. Und dann pinkeln die da diesen Wirkstoff aus, der dann in den Klärwerken nicht abgebaut werden kann von den Bakterien. Die kennen dieses Zeug nicht. Und dadurch reichert sich das noch zusätzlich an. Ja, also im Grunde genommen gilt es natürlich, jede einzelne Belastung zu vermeiden. Und da scheint es, als ob das Bundesamt für Risikobewertung und das Verbraucherschutzministerium da wohl nicht so ganz auf der Höhe sind, was ihre Aufgaben betrifft. Kommen wir mal zu den Inhaltsstoffen selber. Ich habe mir hier zwei Stück rausgesucht. Zum einen Fluor. Denn Fluor oder Fluoridgaben, die werden ja überall angepriesen, weil sie einen harten Zahnschmelz fördern und gesund, die Zähne gesund halten. Also wird das Wasser fluoriert und wenn es nicht fluoriert wird, dann wird auf das Speisesalz fluoridiert. Oder aber auch, man kann richtig Tabletten dazu kaufen in der Apotheke. Die kriegen dann die kleinen Kinder schon im zarten Alter von wenigen Jahren, damit sie schön viel Fluor aufnehmen, damit sie gesunde Zähne haben. Was wissen Sie denn darüber? Sie haben da einiges aufgedeckt, was gar nicht so gesund klingt. Nein, das klingt nicht nur ungesund, das ist tatsächlich auch ungesund. Es ist so, Fluoride sind nachgewiesenermaßen ganz gefährliche Zell- und Nervengifte. Das ist auch gar nicht bestritten eigentlich. Das wird im Prinzip jeder Wissenschaftler bestätigen. Das Problem besteht darin, dass sie viel mehr Schaden anrichten, als sie nutzen. Und das ist der Knackpunkt bei der ganzen Geschichte, nämlich der angebliche Nutzen. Die kariesprotektive Wirkung, die ist wissenschaftlich überhaupt nicht nachgewiesen. Es ist nicht nachgewiesen, nicht einwandfrei nachgewiesen, dass Fluoride tatsächlich den Zahnschmelz härten bzw. Karies verhindern. Nun ist es so, wir wissen ja alle, dass Studien auf statistischen Erhebungen basieren. Und jeder von uns weiß, dass man Statistiken manipulieren kann. Und genau das ist auch über Jahrzehnte hin im Zusammenhang mit Fluorid und kariesprotektiver Wirkung geschehen. Und insofern bin ich immer dankbar, wenn mich ein Zahnarzt auf das Thema Fluorid anspricht, denn dann habe ich immer einen guten Aufhänger, um ihm zu erklären, warum Fluoride überhaupt keine gute Idee sind. So, wenn wir jetzt wissen, dass Fluoride sehr gefährlich sind, sie können zahlreiche Krankheiten auslösen und das bereits bei minimalsten Mengen, wenn sie täglich und über einen längeren Zeitraum aufgenommen werden. Wir haben aber die Dosierung überhaupt nicht im Griff. Also wir putzen uns mit fluoridhaltiger Zahncreme die Zähne. Manche Mundspüllösungen enthalten zusätzlich Fluorid. Unser Speisesalz ist inzwischen fast ständig fluoridiert. Dann geben wir, wie Sie gerade erwähnt haben, Kindern auch noch Fluoridtabletten. Wenn man dann noch bedenkt, dass es ganz viele Lebensmittel gibt, Gemüse oder Tees, ja, die auf ganz natürliche Weise Fluorid enthalten, dann kommen wir mit großer Wahrscheinlichkeit ganz schnell über diese winzig kleine Menge hinaus, die vielleicht noch ungefährlich wäre. Ist das denn nicht auch so, dass Fluoridgaben sogar dem Zahnschmelz schaden können? Ja, selbstverständlich. Also Fluorid entzieht den Knochen und auch den Zähnen. Diese beiden Bestandteile des Körpers sind ja sehr, sehr ähnlich. Sie bestehen aus demselben Material. Fluoride sind ein Kalziumfresser. Sie entziehen Knochen und Zähnen Kalzium. Das wiederum macht die Zähne mit der Zeit spröde, wodurch sie porös werden und viel leichter abbrechen können. Okay, das war jetzt schon mal unappetitlich genug. Aber jetzt kommen wir zu einem Thema, das ist wirklich relevant. Also das ist auch, Fluorid ist sehr relevant, aber wir schalten jetzt nochmal den Gang hoch und kommen zum Thema Aluminium. Aluminium wird vor allen Dingen in Deos mit Langzeiteffekt verwendet. Und bisher dachte ich immer, das sei eigentlich ein Segen, wenn man einen arbeitsreichen Tag hat und in einem hellen T-Shirt darum stehen muss. Wie wirkt denn dieses Aluminium überhaupt? Ja, also Aluminium ist leider kein Segen, sondern ich finde es eigentlich eher als ein Horror.
Aluminium, muss man dazu sagen, sind synthetisch hergestellte Metallverbindungen, die der Körper nicht verarbeiten kann. Ganz im Gegenteil. Einige Aluminiumverbindungen sind sehr leicht wasserlöslich. Das heißt, sie geben giftige Aluminiumionen ab und die reichern sich dann im Körper an, wo es überhaupt nicht hingehört. Die Wirkweise von aluminiumhaltigen Deodorants, die sind überhaupt kein Zaubermittel gegen Schwitzen, sondern sie verstopfen ganz einfach die Ausgänge der Schweißdrüsen. Das heißt, der Schweiß wird nicht etwa verhindert, sondern einfach daran gehindert, dass er abfließen kann. Das ist die ganz einfache Lösung. Und welches Risiko birgt das vor allen Dingen, das Aluminium? Welche Krankheiten kann es denn verursachen so? Ja, also man weiß inzwischen, dass Aluminium sehr gefährlich ist und ich gehe auch davon aus, dass wir viele Krankheitsrisiken noch gar nicht kennen. Aber was offensichtlich unbestritten ist, das bekannteste Risiko ist das Brustkrebsrisiko. Die Hersteller versichern uns natürlich immer wieder, dass an solchen Behauptungen überhaupt nichts dran ist. Aber wenn man sich die wissenschaftliche Datenlage mal ansieht, dann spricht das doch eine ganz andere Sprache. Aluminium wurde zum Beispiel in der Brust in Konzentrationen gefunden, die die Werte im Blutserum deutlich überstiegen haben. Und Experimente zeigen, dass Aluminium in der Brust genau diese Vorgänge auslöst, die bei der Entstehung von Krebs beobachtet werden. Also zum Beispiel Mutationen oder Entzündungen der Zellen oder Störungen im Hormonhaushalt. Und besonders bedenklich machen auch Tatsachen, wie diese zum Beispiel. Seit es aluminiumhaltige Deos gibt, gibt es auch deutlich mehr Fälle von Brustkrebs. Und genau in dem Körperbereich, in dem das Deo aufgetragen wird, nämlich im Brustbereich direkt neben den Achseln, werden immer häufiger Krebstumore diagnostiziert. Ja, in diesem Zusammenhang haben wir auch nochmal extra einen Einspieler vorbereitet. Es geht um das Statement von Professor Philippa Dupree. Und sie ist Assistenzprofessorin im Fach Krebsheilkunde an der Universität Reading in Großbritannien. Das hören wir uns das mal an. Wir fanden heraus, dass normale Brustzellen bei Zugabe von Aluminium Kolonien kleiner Tumore bilden. Wenn kein Aluminium beigefügt wird, machen sie das nicht. Es scheint, als könnte Aluminium eine normale Zelle in eine Krebszelle verwandeln. Morgen werde ich zeigen, dass Brustkrebszellen durch Aluminium in Bewegung geraten. Wenn sich dieser Verdacht bestätigt, dann ist das sehr ernst. Denn niemand stirbt an einem Knoten in der Brust. Die Frauen sterben, wenn sich die Krebszellen lösen und im Körper ausbreiten. Ist es möglich, Aluminium aus dem Körper wieder zu entfernen? Wir wissen, dass Aluminium ausgeschieden werden kann, aber nur, wenn nicht durch die Deos ständig Neues hinzukommt. Das war Professor Philippa Dupree, wie gesagt, die sich sehr mit Krebsheilkunde auseinandersetzt und die eben auch das Aluminium im Verdacht hat, Krebs, Brustkrebs auszulösen. Wenden wir uns weiter dem Interview zu. Wie kriegt man Aluminium raus, damit wir unsere Hörer da nicht ganz alleine lassen? Es gibt ein Mittel, um Aluminium auszuleiten, das ist Silizium. Allerdings sollte man vorher noch Blei und Quecksilber ausleiten, am besten mit Selen. Silizium ist ein Metall. Man kann nicht direkt zwischen Metallen und Schwermetallen unterscheiden, sondern das ist im Grunde eine eher willkürliche Unterscheidung. Also tatsächlich ist jedes Metall im Körper, sobald es eine gewisse Konzentration erreicht, absolut giftig. Deswegen ist unser Körper extra darauf ausgelegt, möglichst winzige Metallmengen immer nur aufzunehmen. Man kann es ausleiten mit Silizium unter anderem. Es gibt noch andere Möglichkeiten, Apfelsäure und alles oder Pektine, Apfelpektine. Man kann das ganz gut nachlesen auf der Seite zentrumdergesundheit.de. Da gibt man einfach mal ein Aluminium ausleiten plus Zentrum der Gesundheit. Da kann man ja mal die Tante Google fragen und dann kommt man da auf einen entsprechenden Beitrag, wo auch noch mehrere Ausleitungsmöglichkeiten beschrieben worden sind. So, kommen wir zum nächsten Thema. Stichwort Babyshampoo. Das muss ja nun wenigstens einigermaßen mild sein. Das brennt ja immerhin noch nicht mal in den Augen. Sonst könnte man es ja den Babys nicht geben. Stimmen Sie dem zu? Ja, also natürlich kann es sein, dass das Babyshampoo nur ganz, ganz milde waschaktive Substanzen enthält. Das ist möglich. Es kann aber auch durchaus sein, dass die Augen ganz einfach deshalb nicht brennen oder wehtun,
weil im Shampoo Substanzen enthalten sind, die das Auge kurzfristig betäuben. Und damit meine ich tatsächlich lokale Betäubungsmittel. Die werden natürlich nicht als Lokalanästhetika deklariert, das dürfte man gar nicht, aber sie werden zum Beispiel als Konservierungsmittel deklariert. Es ist nämlich so, dass praktisch alle Substanzen nicht nur eine, sondern meist mehrere Eigenschaften haben. Also sie können dies tun und jenes aber auch. Und es sieht ganz danach aus, dass die Hersteller gerade in Kinder- und Babyshampoos sehr gerne Substanzen verwenden, die neben der deklarierten Wirkung so ganz zufällig auch noch eine lokal betäubende Wirkung haben. Und dann packt man noch ein paar sogenannte milde, waschaktive Substanzen, ein bisschen Kamille dazu und schon kann man sagen, das ist ein mildes Babyshampoo und die Kinder weinen nicht, wenn ihnen die Haare gewaschen werden. Aha, das ist der Trick. Ja, ein weiterer Punkt, der uns jetzt im Moment nicht so interessiert, aber in spätestens 5 Monaten sehr relevant sein wird, das sind Sonnenschutzfilter, Sonnenschutzfaktoren, die in Sonnencremes enthalten sind und immer größer und höher werden und immer wirksamer anscheinend. Aber wie sieht es denn da mit der Schädlichkeit oder der Verträglichkeit so aus? Beginnen wir mal mit der Schädlichkeit. Wenn man sich die aktuelle wissenschaftliche Lage dazu ansieht, dann muss man eigentlich zwangsläufig zu der Einschätzung kommen, dass chemische Lichtschutzfilter wahrscheinlich viel mehr Schaden anrichten, als sie Nutzen geben. Das Problem ist nämlich, dass die meisten Sonnenschutzfilter eine hormonelle Wirkung haben und sich auch im Körper anreichern können. Die Sonnenschutzfilter wurden zum Beispiel schon in Muttermilch nachgewiesen. Sie belasten damit also auch schon das ungeborene Kind. Einige Substanzen dieser Hinrichtung wurden zwar schon verboten, aber es gibt immer noch viele, die verwendet werden dürfen und die Hersteller machen das natürlich auch. Zum Thema schädlich, also eigentlich sollen Sonnenschutzfilter ja schützen, vor allem vor Hautkrebs, aber zum Beispiel der Schutz vor dem gefährlichen schwarzen Hautkrebs, der ist eigentlich eher fraglich, weil obwohl Sonnenschutzprodukte mit UV-Filtern ja seit vielen Jahren immer häufiger verwendet werden, gibt es seltsamerweise nicht weniger, sondern immer mehr Fälle von schwarzem Hautkrebs. Ich habe mir dazu zahlreiche Studien angesehen und die zeigen, dass Menschen, die Sonnenschutzprodukte benutzen und deshalb meist auch mehr Zeit in der Sonne verbringen, ein deutlich höheres Risiko haben, an schwarzem Hautkrebs zu erkranken. Das ist im Prinzip ein Widerspruch in sich, aber eine Tatsache, die einen nachdenklich machen sollte. Das kann ja auch sein, dass sich die Leute wegen ihrer tollen Schutzfaktoren jetzt viel länger in der Sonne rösten als sonst und dass dadurch einfach das Risiko steigt. Wäre auch eine Möglichkeit. Ganz genau, das ist möglich, das legen diese Studien nahe, aber es ist noch nicht ganz klar, woran es wirklich liegt. Ja. Nun ist es so, dass sich Millionen von Frauen die Haare regelmäßig färben. Da kommt diese Farbe natürlich auch mit der Kopfhaut in Kontakt. Was kann denn das für Folgen haben? Wie sieht es denn darum aus so? Ja, also das ist offensichtlich eine brandgefährliche Geschichte. Dadurch, dass wenn die Haare gefärbt werden, muss ja einiges passieren. Das heißt, es müssen relativ aggressive Substanzen sein und die Kopfhaut ist natürlich viel empfindlicher und durchlässiger als das Haar selbst. Und wenn dann solche Substanzen mit der Kopfhaut über einen etwas längeren Zeitraum als beim Haarewaschen zum Beispiel in Berührung kommen, dann kann das wirklich sehr unangenehme Folgen haben. Es gibt relativ viele Krebsarten, die mit Haare färben in Verbindung gebracht werden. Da gibt es zahlreiche Studien dazu. Und mich hat bei diesen Studien eines total überrascht. Man hatte bisher angenommen und ich auch, dass dunkle Haarfarben eigentlich gefährlicher als helle Haarfarben sind. Aber es gibt ganz offenbar einen Zusammenhang zwischen Brustkrebs und hellen Haarfarben. Und was mich auch überrascht hat, war die Tatsache, dass Tönungen offensichtlich gefährlicher sind als dauerhafte Haarfarben. Da hätte ich auch wirklich nicht das umgekehrt vermutet, aber es scheint tatsächlich so, Tönungen sind gefährlicher als dauerhafte Haarfarben. Und wie gesagt, gerade in der Schwangerschaft sind Tönungen und Haarfärbemittel besonders gefährlich. Da gibt es auch zahlreiche Studien dazu, dass Frauen, die zum Beispiel in den letzten 6 Schwangerschaftswochen Haarfärbemittel oder Tönungen verwendet haben, dass die ein deutlich erhöhtes Risiko hatten, zum Beispiel, dass ihre Kinder Krebs bekommen.
Und ein weiterer Faktor, es scheint ja so zu sein, diese Haarfärbemittel, die reichen noch nicht aus, sondern anschließend muss ja das Haar, damit das schön geschmeidig und seidig mit Glanz über die Schultern fällt, auch noch eine Pflegepackung bekommen. Und diese Pflegepackungen, die haben es auch in sich, allerdings nicht so, wie wir vielleicht denken möchten. Ja, die guten Pflegepackungen und Spülungen. Ja, ich habe den Versprechen natürlich auch jahrelang geglaubt, dass sie die Haare wirklich pflegen und so weiter, aber das tun sie gar nicht. Also in diesen Packungen, Kuren und Spülungen sind praktisch immer Silikone drin und diese Silikone pflegen das Haar nicht, sondern sie verschönern es nur optisch, indem sie zum Beispiel Spliss oder andere Haarschäden ganz einfach nur überdecken. Also sie haben rein gar keinen Reparatureffekt. Und dieser Film aus Silikonen, der sich um das Haar legt, der ist so dicht, dass das Haar von Luft und Feuchtigkeit auch wie abgeschnitten ist. Das wiederum macht die Haare dann trocken und die Haarstruktur porös und das beeinträchtigt natürlich die Widerstandsfähigkeit der Haarschuppen. Nur davon merkt man nichts, weil der Silikonfilm ja alles abdeckt. Und irgendwann hat sich unter der Silikonschicht so viel Spliss und Haarbruch angesammelt, dass nicht mal das Silikon diese Schäden noch überdecken kann. Und das Silikon lagert sich natürlich auch auf der Kopfhaut ab und kann zum Beispiel zu massiven Schuppenproblemen führen. Also wer schweres und strähniges Haar hat, der hat wahrscheinlich auch jede Menge Silikon auf den Haaren. Wie sieht das eigentlich mit Feuchthaltecremen aus? Die machen ja jung, die Haut wird schön straff und man bleibt länger schön. Oder ist das vielleicht auch nur ein blöder Trick, der vielleicht sogar Verbraucher abhängig von genau diesen Cremes macht? Ja, ich denke, das kann man durchaus so sagen, denn die meisten Feuchtigkeitscremes oder Pflegelotionen enthalten jede Menge Paraffine. Das sind erdölbasierte Öle. Ja, wenn man sie aufträgt, wirkt die Haut tatsächlich etwas praller und glatter. Das liegt aber ganz einfach daran, dass sich diese Paraffine wie ein Öl auf die Haut legen und die Feuchtigkeit, die in der Haut enthalten ist, erstmal festhalten. Meistens enthalten diese Cremes aber auch noch jede Menge Glycerin und Glycerin entzieht der Haut Feuchtigkeit bis an die kurz unter die Hautoberfläche. Das hilft auch, dass die Haut schön glatt und prall wirkt. Für den Moment sieht das ganz gut aus. So, wenn ich mir aber dann, wenn ich die Haut wasche, ja, dann wasche ich ja diesen öligen Film herunter. Inzwischen hat sich aber natürlich die in der Haut enthaltene Feuchtigkeit bis in die oberen Hautschichten vorgearbeitet und verdunstet dann sofort. Die direkte Konsequenz ist, dass sich die Haut nach dem Waschen wieder furchtbar trocken anfühlt und ich sofort das Bedürfnis habe, wieder nachzucremen. Und je öfter ich das mache, desto mehr habe ich das Bedürfnis, dass meine Haut austrocknet, was sie auch tatsächlich tut, desto mehr muss ich nachcremen. Und im Prinzip ist das ein Teufelskreis. Und man muss sich dann nicht wundern, wenn man das über Jahre und Jahrzehnte macht, dass die Haut eigentlich schneller altert, als sie es tun müsste. Ja. Ja, dann also nur noch mit Wasser waschen oder am besten gar nicht mehr. Wie machen Sie das denn jetzt? Ja, also es ist natürlich gar nicht so einfach von heute auf morgen auf all die vielen Tiegelchen und Produkte zu verzichten, an die man sich im Laufe der Jahre gewöhnt hat. Also ich handle nach dem Motto, weniger ist mehr. Also ich bin überzeugt davon, dass wir all die vielen Mittel, die uns die Werbung anpreist, gar nicht brauchen. Und seit ich ein gutes Naturkosmetik-Shampoo benutze, bekomme ich zum Beispiel völlig ohne Spülung aus. Das brauche ich gar nicht mehr. Und seit ich meine Haut nicht mehr ständig eincreme, ist sie übrigens auch nicht mehr so trocken, denn der natürliche Schutzmechanismus der Haut scheint sich wieder eingestellt zu haben. Also weniger ist mehr. Wir brauchen wirklich nur noch einen Bruchteil von all den Dingen, die bei uns im Badezimmer stehen. Und selbstverständlich gibt es auch vernünftige Alternativen. Also zum einen kann man seine Produkte selbst herstellen. Da gibt es ja auch viele Nachschlagewerke, Quellen im Internet und auch zahlreiche Bücher dazu. Es gibt auch inzwischen viele gute Naturkosmetikhersteller. Damit man da aber auf der sicheren Seite ist, sollte man sich nicht nur auf die Naturkosmetik-Siegel verlassen, denn da ist auch nicht alles Gold, was glänzt. Also es gibt zum Beispiel das Naturkosmetik-Siegel Natru. Das erlaubt zum Beispiel die Substanz Sodiumlaurylsulfat. Das ist ein ziemlich aggressives Reinigungsmittel. Und in diesen Fällen
muss das zwar aus pflanzlichen Rohstoffen bestehen und auch biologisch abbaubar sein, aber das ändert natürlich nichts daran, dass diese Substanz die Haut stark reizen kann. Also man sollte sich in jedem Fall, ob nun zertifiziert oder nicht zertifiziert, in jedem Fall die Inhaltsstoffe gut ansehen und zum Beispiel mit der Liste in meinem Buch vergleichen. Das ist zumindest eine Alternative und inzwischen gibt es aber auch immer mehr gute Marken. Das Verbraucherbewusstsein, das hat sich hier wirklich entwickelt über die letzten Jahre. Und deswegen würde ich jetzt gerne der Vollständigkeit halber noch ein paar Markennamen nennen, die recht gut sind. Es gäbe viel mehr schlechte zu nennen, deswegen beschränken wir uns jetzt mal lieber auf die guten, die ich empfehlen würde. Das ist zum einen Weleda. Die sind bekannt dafür, dass sie eigentlich recht gute Inhaltsstoffe haben. Dann gibt es jetzt auch die Firma Alnatura zusammengeschrieben. Es gibt auch die Firma Alverde mit V geschrieben. Finden Sie auf im Internet unter dm.de. Und last not but not least möchte ich noch die Galerie der Düfte empfehlen. Das ist Meilenfelser Naturkosmetik. Kann man auch nochmal im Internet gucken unter Galerie der Düfte. Ja, und da sind Sie zumindest einigermaßen auf der sicheren Seite. Und wie Frau Schimmelpfennig schon sagte, da hat sie völlig recht, weniger ist mehr. Trotzen Sie den Versprechungen der Werbeindustrie, glauben Sie denen nicht alles. Laut denen muss jedes Mädchen eine Prinzessin sein. Es gibt heute schon in den Drogeriemärkten regalweise Kinderkosmetik. Kinder, die sich Nagellack, Lippengloss oder Kajal draufschmieren und das schon mit 10, 11, 12 Jahren. Das muss man sich mal vorstellen. Ja, dieser Schönheitswahn, der macht sich einfach bemerkbar und deswegen gilt es vor allen Dingen auch, die Kinder dazu zu erziehen, dass sie gar nicht erst mit diesem Unsinn anfangen. In diesem Sinne erst einmal vielen, vielen Dank für dieses Interview, Frau Schimmelpfennig. Ich bedanke mich ganz herzlich. Und an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, bitte verzichten Sie auf diesen Mist. Ich garantiere Ihnen, Sie bleiben trotzdem genauso schön, wie Sie sind. Bis zum nächsten Mal.